Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Live-Video auf Facebook am 20. April 2021. Schön, dass du jetzt live dabei bist und genauso wunderbar, wenn du dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaust. Wir befinden uns ja in einer ganz, ganz intensiven Phase der Energieerhöhung. Man kann es auch Bewusstseinserhöhung nennen, denn wir alle auf der ganzen Welt gehen von der Energie, vom Bewusstsein der dritten Dimension in die Energie, in das Bewusstsein der fünften Dimension. Und das bringt einige Herausforderungen mit sich. Die ganze Situation, die wir seit über einem Jahr global erleben, ist Teil dieses Aufstiegsprozesses. All die Veränderungen, all das Loslassen, all die Ungewissheit, die Ängste, die Zweifel, die körperlichen Beschwerden, vieles, vieles, vieles gehört zu diesem Prozess dazu. Ich selber möchte gerne Menschen inspirieren auf ihrem Aufstiegsweg, möchte sie begleiten und tue das auch in Einzelcoachings und Webinaren über meine Posts auf YouTube und Facebook. Und ich selber suche ja auch immer wieder Menschen, die mich inspirieren. Und eine dieser Personen ist Lori Ladd, eine Amerikanerin, die sehr, sehr aktiv ist und mit großer Überzeugung ihre Erkenntnisse mit uns teilt. Und es sind nicht nur ihre Erkenntnisse, sie channelt auch. Ich bin nicht ganz sicher, wie sie die Quelle ihrer Channelings nennt. Ich glaube, da kommen verschiedene Quellen durch. Aber sie ist immer up to date, aktuell informiert über das Tagesgeschehen, über die aktuellen Energien. Und sie hat vor kurzem auf YouTube ein Video gepostet, das ich sehr gerne ansehe, immer wieder ansehe. Und das heißt 10 Hacks to Assist You Now. Und ich bekomme immer wieder Anfragen von meinen Followern, boah, kannst du das vielleicht übersetzen? Ich bin nicht so gut im Englisch. Und was sagt sie da genau? Nicht nur bei Lori Ladd. Viele spirituelle Lehrer und Speaker sind Englisch unterwegs. Und da ich das sehr, sehr gerne mache, habe ich jetzt mal wieder die Herausforderung angenommen. Und ich hoffe, ich übersetze jetzt das Video, die 10 Hacks, die 10 Tipps von Lori Ladd in ihrem Sinne. Ich interpretiere sie ganz sicher auch so, wie ich es erlebe, wie ich es fühle. Und für dich bleibt dann immer noch die Möglichkeit, sie so anzunehmen, wie es für dich optimal, hilfreich und unterstützend ist. Ja, fangen wir doch gerade an. Also 10 Hacks, 10 Ideen, 10 Tipps, die dich unterstützen, jetzt in ein höheres Bewusstsein zu kommen, in einen höheren Bewusstseinszustand. Und darunter verstehen wir eben, von der dritten Dimension in die vierte und in die fünfte zu gehen. Und niemand von uns kann das so wie beim Treppensteigen, Treppe für Treppe für Treppe. Und wenn wir mal oben sind, bleiben wir da. Sondern wir bewegen uns auf und ab und auf und ab, auch wenn wir uns wünschten, das wäre so wie der Aufstieg zum Olymp oder wie wir das nennen wollen. So ist das leider nicht. Es gibt immer mal wieder Wege zurück und es gibt Kurven und es gibt Labyrinthe, Spiralen, wie auch immer wir das empfinden oder nennen wollen. Das ist mal gerade vorweg von mir ein Tipp zur Entspannung. Kein Stress. Dieser Weg ist wirklich nicht geradeaus, nicht so, wie du ihn dir vielleicht wünschst, sondern er ist, wie er ist. Er ist, wie er ist. Also das ist mal das Wichtigste, das anzunehmen, das zu erkennen und sich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Das merke ich immer wieder. Ich beobachte andere und denke, wow, warum habe ich nicht das schon umgesetzt, verinnerlicht? Es ist, wie es ist. Okay, aber schauen wir jetzt mal die 10 Tipps von Lori an. Sie hat die Fähigkeit, Sachen so schön auf den Punkt zu bringen. Und bei ihr auf ihrem YouTube-Kanal wirst du viele Sachen finden mit 3 Punkte um, 10 Punkte um.
Und heute haben wir 10 Punkte. Erstens, ich erlaube mir selbst, alles zu sehen und alles zu fühlen, was sich mir zeigt. Ich halte dann nicht daran fest, sondern bleibe im Fluss. Ich mache keine große Sache daraus. Das braucht ein bisschen Erklärung vielleicht. Wir befinden uns ja in dieser enormen Zeit der Veränderungen. Und das heißt auch, dass Sachen aufpoppen aus unserem Unterbewusstsein, Sachen aus Schränken sozusagen, geistigen Schränken herauskommen, emotionalen Truhen, Unterteppichen, aus Kellern, die wir über viele, viele Leben da deponiert haben, die uns gar nicht mehr bewusst waren, die aber in unserem Energiefeld noch vorhanden sind. Und die zeigen sich jetzt. Die kommen hoch. Manche Sachen verstehen wir nicht. Manche Sachen sind einfach gefühlsmäßig da. Wir haben einen Tag, wo wir ganz traurig sind oder wütend, wo Bilder auftauchen, Träume und so weiter. Und dieser erste Tipp sagt, ich erlaube mir, alles zu sehen und alles zu fühlen, was sich zeigt. Also nicht so halb sehen und dann wegdrücken, weil es sich nicht schön anfühlt oder nicht schön aussieht. Sondern diese Sachen kommen eben genau ans Licht, weil sie wahrgenommen werden möchten. Sie möchten gesehen werden, gefühlt werden. Aber dann lassen wir sie auch durch uns hindurchfließen. Wir müssen nicht in die Tiefe gehen und warum ist jetzt das passiert und wie konnte das und oh und ich mache mich klein und ich mache mir Vorwürfe. Erlaube allen Gefühlen, die sich zeigen, dass sie da sind, gib ihnen Raum, fühle sie und dann lass sie wie durch dich hindurch fließen. So als wenn du unter einer Dusche stehst und die Energie fließt in dich hinein, du nimmst sie wahr, oh, sie ist kalt, sie duftet so und so, sie fühlt sich so an und dann lässt du sie los. Nicht dran festklammern. Einfach mehr beobachten, aber auch ins Gefühl reingehen. Es ist so eine Mischung aus beidem. Ja? Nummer 2. Ich bleibe stets präsent im Augenblick und höre auf meinen Körper. Was braucht mein Körper genau jetzt? Unsere Körper haben ein eigenes Bewusstsein und unser Körper zeigt uns, was wir als Mensch brauchen. Und das kann durchaus sein, dass sich Gewohnheiten verändern, dass wir plötzlich merken, wir brauchen mehr Bewegung, wir brauchen mehr Ruhe, wir brauchen mehr Kaffee, weniger Kaffee. Wir brauchen jetzt mal ein Stückchen Fleisch, auch wenn wir sonst meist vegetarisch essen. Wir brauchen jetzt Früchte oder nicht. Wir brauchen warm, wir brauchen kalt. Was sagt dein Körper dir? Nimm ihn wahr und gib ihm Raum, gib ihm Aufmerksamkeit, denn er weiß, was du brauchst. Und wir haben vielleicht nicht so eine Schriftrolle vor unserem geistigen Auge, wo plötzlich Worte erscheinen, nimm mehr Smoothies oder Rohkost ist für dich nicht gesund. Aber dein Körper kann es dir verraten. Höre auf deinen Körper, bleibe präsent. Und präsent heißt, es kann heute anders sein als gestern. Und morgen kann es auch wieder anders sein. Und wenn du die Sprache deines Körpers nicht verstehst, es gibt im Internet viele sozusagen Übersetzer. Es gibt Bücher, es gibt Coaches. Zum Beispiel auch mich. Ich setze Dinge gerne in den Zusammenhang mit den Chakren und verstehe dann, ah, da tut sich gerade ein Thema auf, interessant. Wieder durchfließen lassen. Aber gib der Sprache deines Körpers Raum, jetzt in jedem Moment. Drittens, ich vertraue allem, was in meinem Jetzt auftaucht. Lori spricht immer von dem Now-Moment. What is in my now? What is in my now? Ich beurteile nichts. Ich zweifle nicht. Ich nehme es einfach wahr. Das heißt, alles, was auftaucht, da bin ich jetzt wirklich Zuschauer. Ich schaue, aha, ich sehe da Vögel auftauchen. Wie viele sind es? Ah, interessant. Vielleicht verstehe ich die Botschaft, vielleicht nicht. Aber ich vertraue, dass es irgendeinen Sinn macht, dass ich Teil
von einem großen Ganzen bin. Ja, und auch wenn Sachen auftauchen wie berufliche Veränderungen, Kündigungen, Änderungen jedweder Art, ich zweifle nicht daran, dass das alles Sinn macht. Alles, was jetzt auftaucht, ist Teil meines Aufstiegsprozesses. Ich urteile nicht. Darin sind wir als Menschen große Klasse, dass wir Sachen wahrnehmen und schon hat es einen Stempel. Mag ich nicht, will ich nicht, passt nicht, tut mir nicht gut. Nimm wahr. Ja? Ich vertraue allem, was jetzt auftaucht in meinem Leben. Viertens, ganz wichtig, oh, ganz wichtig. Ich mache keine Fehler. Ich mache nichts falsch. Niemals. Großes Thema. Merke ich in meinen Coachings immer wieder, merke ich an mir immer wieder, kommt auch in den Zusammenhang mit dem Urteilen. Auf der menschlichen Ebene haben wir Erwartungen, wir haben Ziele. Wenn wir die nicht erreichen, finden wir haben versagt. Vielleicht war aber genau der Weg, den wir jetzt gehen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, auch wenn er anders ist als geplant, genau der, den unsere Seele braucht. Und darum machen wir keine Fehler. Wir machen Lebenserfahrungen, wir gehen unseren Weg und wir machen niemals Fehler. Auch wenn du heute das Yoga schon wieder nicht gemacht hast und du wolltest und du hattest dir fest vorgenommen, dass du jetzt jeden Tag Erfahrung, oh, ich habe es heute wieder nicht gemacht, wie möchte ich es morgen machen? Nicht urteilen. Wirklich ganz wichtig, weil mit dieser Selbstverurteilung, Selbstbeurteilungen sperren wir uns wirklich in ein Gefängnis und wir machen uns klein und eng und wir sind ja dabei, uns auszudehnen. Ja? Fünftens, ich vertraue darauf, dass alles in meinem Jetzt mir erlaubt, meinen Aufstiegsweg zu gehen und damit in einen höheren Bewusstseinszustand zu kommen. Egal, ob ich auf der menschlichen Ebene einen Erfolg oder einen Misserfolg erlebe. Das hängt sehr eng zusammen mit vier. Vier war, ich mache keine Fehler. Und fünf, ich vertraue darauf, dass es mich in einen höheren Bewusstseinszustand führt, dass es mir hilft. Ja? Gut, sechstens, ich folge meiner Intuition mehr als meiner Logik. Wenn etwas mit mir resoniert, so nennt Lori das, wenn etwas mit mir in Resonanz geht, wenn ich etwas fühle, gebe ich dem mehr Wichtigkeit, mehr Wertigkeit als meinem Denken, meiner Logik. Und sie sagt ein Beispiel, stell dir vor, du warst in einer Stadt auf Reisen, du hast das Hotel verlassen, du bist am Flughafen, du hast das Flugticket schon gebucht und deine innere Stimme sagt dir, nein, du nimmst diesen Flieger nicht, bleib in dieser Stadt. Und dein Gefühl sagt dir, du sollst jetzt noch eine Nacht wieder zurückgehen in das Hotel. Und du verlierst Geld dabei. Und du weißt nicht, ob da noch ein Zimmer frei ist. Du weißt es nicht. Ja? Der Kopf weiß es nicht. Aber dein Bauchgefühl sagt dir, geh zurück in das Hotel. Da ist ein Zimmer für dich. Und es hat einen Sinn, dass du diesen Flieger jetzt nicht nimmst. Der muss nicht unbedingt abstürzen. Es kann sein, dass du in dem Hotel jemanden triffst, der für dich wichtig ist. Ja? Also, Intuition über Logik, Bauchgefühl über Verstand. Nummer 7. Ich weiß, dass ich immer geführt und beschützt bin. Ich bin niemals alleine. Niemals, niemals, niemals. Fühlst du dich manchmal alleine? Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl in dieser Zeit, wo soziale Kontakte eingeschränkt sind. Wir fühlen uns alleine. Vielleicht läuft eben alles ein bisschen harzig, wie man so schön sagt, ein bisschen schwer, ein bisschen kurvig. Und vom Menschlichen her sieht es aus wie Chaos, Versagen, nicht gut. Ich weiß, dass ich immer geführt und geschützt bin. Geführt heißt, jemand, eine höhere Kraft, eine höhere Macht, führt mich, leitet mich,
hat einen Plan für mich. Und ich bin niemals alleine. Das heißt, eine göttliche Kraft ist bei mir, ist in mir. Es sind Engel bei mir, Einhörner, aufgestiegene Meister. Es sind Drachen bei mir. Es sind ganz viele Wesen da und du kannst auswählen, mit welchen du bewusst Kontakt aufnimmst, wenn du dich alleine fühlst. Sie sind aber sowieso immer da. Niemand von uns ist jemals alleine. Und das kann ein ganz großer Trost sein in Zeiten, wo es wirklich schwierig ist. Ja? Nummer 8. Ich entscheide mich dafür, meine Realität selbst zu erschaffen und erlaube niemandem sonst dies zu tun. Wie möchte ich sein und leben? Ich erlaube niemandem, mir zu sagen, was ich denken soll, was ich fühlen soll und wie ich handeln soll. Ich gebe niemandem die Autorität über meinen Körper und ich erlaube niemandem, mir zu diktieren, wie ich leben soll. Das wird jetzt eventuell ein bisschen Fragezeichen aufwerfen. Wir haben Regeln, wir haben Gesetze, wir haben im Moment Einschränkungen. Klar müssen wir einige akzeptieren. Aber es geht darum, dass Gedanken und Gefühle und auch viele Handlungen, die nicht zwangsweise geregelt sind, frei sind, dass wir da frei sind. Wir dürfen denken, wir dürfen sagen, wir dürfen handeln, wie es unsere innere Stimme, unsere Führung, unsere Seele uns sagt. Und diese Freiheit kann niemand uns nehmen und diese Freiheit dürfen wir auch nutzen. Und wenn wir jetzt sagen, im Moment gehen wir durch eine schwierige Zeit, dürfen wir in dieser Zeit aber schon für die Zukunft Visionen haben. Wir dürfen schon spüren, oh, ich stelle mir vor, das Leben ist in meiner neuen, in meiner freieren Welt so. Da ist mehr Miteinander, da ist mehr Gemeinschaft, da ist was auch immer dir wichtig ist. Ja? Also dein Geist, deine Gedanken sind immer frei. Und jeder Gedanke schafft die Zukunft. Wenn wir also nur im Frust sind und uns nur verstecken und klein machen sozusagen, dann wird die Zukunft genauso sein wie das jetzt. Ja? Ich entscheide mich dafür, meine Realität selbst zu erschaffen und erlaube niemandem sonst, dies zu tun. Ich bin in der Kontrolle meiner Realität. Ich bin souverän. Das ist ein wichtiges Wort, was gerade im Englischen immer wieder auftaucht im Moment. I am sovereign. Ich bin in meiner Souveränität. Ich komme in meine Meisterschaft. Ich bin Meister meines Lebens. Erlaube dir das auch. Es ist ein bisschen ungewohnt. Es bringt Verantwortung mit sich, aber es macht auch ganz, ganz weit. Nummer 9. Ich entscheide mich, den inneren Botschaften, die ich erhalte, zu glauben. Ich entscheide mich zu glauben, dass ich keine Blockaden habe. Ich bin sicher, dass ich nicht verrückt bin, wenn ich Botschaften empfange. Das ist auch ein Punkt, der ein bisschen Erklärung braucht. Das erlebe ich sehr viel in meinen Coachings und Workshops, dass Menschen klare Vorstellungen haben, wie Führung, das hatten wir in einem früheren Punkt, ich bin immer geführt, wie Führung auszusehen hat. Und manche erwarten, dass das wie beim Channeling ist, dass ein Engel erscheint und der sagt mit laut hörbarer Stimme, du darfst jetzt deinen Job kündigen, meine Liebe, es ist soweit. Das gibt es schon. Ja? Es kann aber auch sein, dass du im Traum Botschaften empfängst. Es kann sein, dass du es einfach weißt, jetzt ist das und das an der Reihe. Ich habe Menschen erlebt in meinen Coachings, die nehmen Einhörner wahr, indem sie einen Geruch haben. Ein Einhorn hatte einen Vanilleduft und ein anderes Einhorn duftete nach Blumen. Sie haben sie aber nicht gesehen. Diese Menschen sagen aber auch nicht, ich habe Blockaden. Ich habe Blockaden, ich kann keine Einhörner sehen, ich kann Engel nicht sehen. Weil wenn wir das sagen, erschaffen wir quasi unsere Realität.
Ja, also A, keine Erwartungen haben, wie Botschaften, wie Führung, wie Wegweisung zu dir kommt. Das kann auf die ulkigsten, kreativsten Arten geschehen. Und das ist genau so, wie es zu dir passt. Ja, erwarte nicht und rede nicht von Blockaden. Ich habe da eine Blockade, mein drittes Auge ist blockiert. Das dritte Auge ist ein Teil unserer Intuition. Es gibt noch ganz viele andere Wege, zu Botschaften zu kommen. Ja? Und Lori sagt so, I am sure I am not crazy if I receive messages. Also zum Beispiel, du bist an diesem Flughafen. Und du willst in dein Flugzeug steigen und du hast die klare, klare Gewissheit, du sollst zurück in dein Hotel. Dann zweifle nicht, du bist nicht crazy, du bist nicht verrückt, du spürst eine Botschaft. Ja? Dann kommen wir schon zu Punkt 10. Ich weiß, dass ich aus einem klaren Grund hier bin, auf der Erde, in dieser Zeit, in diesem Körper, in dieser Inkarnation. Ein ganz klar definierter Grund. Genauso wie du, wie jeder von uns, aus einem Grund jetzt hier ist. Alles, was ich erlebe, erlaubt mir tiefer in meine Seelenaufgabe zu sinken. Also mehr meine Lebensaufgabe zu leben. Jeder einzelne Moment hilft mir, mich zu erinnern, warum ich hier bin. Auch wenn ich das nicht in Worte fassen kann. Es gibt so viele Menschen, die sagen, oh, was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Seelenaufgabe? Warum bin ich hier? Gerade Menschen auf ihrem spirituellen Weg, die wollen gerne wissen, ich bin hier, um zu unterrichten. Ich bin hier, um mit Kindern zu arbeiten, mit Tieren, was auch immer. Und wir sind manchmal ein bisschen traurig, weil wir das nicht genau in Worte fassen können. Aber vertraue, wisse, dass sowieso jeder Schritt Teil deines Seelenweges ist und damit erledigst du deine Seelenaufgabe. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit blind herumtappst und in einem bestimmten magischen Moment, so wie bei Harry Potter, klopft es an der Tür und du kriegst einen Briefumschlag und da steht drin, du bist hier, um Tiere zu retten. Okay, du wirst durch alles, was geschieht, was du erlebst, was ist, genau geführt auf deinem Seelenweg. Du erledigst mit jedem Schritt deine Seelenaufgabe, auch wenn die keinen Namen hat. Ja, das gibt so eine Entspannung. Es gibt so eine Entspannung, weil du machst ja schon das, wofür du hier bist. Ja, und das nimmt so den Druck und den Stress. Ich gebe noch mal ein paar Stichworte zu den 10 Punkten. Punkt 1. Ich erlaube mir selbst, alles zu sehen und zu fühlen, was sich zeigt. Ich halte aber nicht daran fest. Ich lasse es fließen und ich bleibe im Fluss. Nummer 2. Ich bleibe stets präsent im Augenblick und höre auf meinem Körper. Was braucht mein Körper jetzt? Nummer 3. Ich vertraue allem, was in meinem Jetzt auftaucht. Ich beurteile nicht, ich zweifle nicht. Ich nehme es einfach wahr und ich nehme es an. Nummer 4. Ich mache keine Fehler. Ich mache nichts falsch, niemals. Ich mache Erfahrungen. Nummer 5. Ich vertraue darauf, dass alles in meinem Jetzt, in jedem Moment mir erlaubt, meinen Aufstiegsweg zu gehen oder anders gesagt in einen höheren Bewusstseinszustand zu kommen. Nummer 6. Ich folge meiner Intuition mehr als meiner Logik. Resonanz, innere Stimme, Bauchgefühl über Ego, über Verstand. Dann bin ich auf dem Weg für mein höchstes Wohl und meiner Seele, in meiner Seelenaufgabe zu sein. Ja? Nummer 7. Ich weiß, dass ich immer geführt und beschützt bin. Ich bin niemals alleine. Niemals. Nummer 8.
Ich entscheide mich dafür, meine Realität selbst zu erschaffen und erlaube niemandem sonst, dies zu tun. Meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen führe ich souverän aus in meiner Meisterschaft als selbstständiges, verantwortungsvolles Wesen. Nummer 9. Ich entscheide mich, den inneren Botschaften, die ich erhalte, zu glauben. Ich entscheide mich zu glauben, dass ich keine Blockaden habe. Ich bin frei von Blockaden, Blockierungen und ich weiß in jedem Moment, dass ich nicht verrückt bin, wenn ich Botschaften erhalte, auf die kreativste Art und Weise. Nummer 10, der letzte Punkt. Ich weiß, dass ich aus einem klaren Grund hier bin. Und jeder von uns ist aus einem klaren Grund hier. Alles, alles, alles in jedem Moment erlaubt mir, tiefer in meine Seelenaufgabe einzusinken, noch mehr meine Seelenaufgabe zu verkörpern, zu verfolgen, zu erleben. Jeder Moment, auch wenn ich es nicht verstehe. Ja? Ich hoffe, du hast diese Tipps hilfreich gefunden. Mir helfen sie immer wieder. Ich lese sie mir immer wieder durch. Und das Original ist, wie gesagt, von Laurie Ladd, 10 Hacks to Assist You Now. Es ist auf ihrem YouTube-Kanal und ich poste den Link unter diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Video mit Inspirationen zu deinem Aufstiegsweg oder in einem meiner Webinare und Coachings. Und grüße dich jetzt ganz herzlich, eure Kerstin Joost, Ärztin der neuen Zeit.